Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich sitze hier gerade an diesem entspannten Sofatisch zusammen mit dem guten Julian, denn wir haben uns mit Amazon zusammengetan, um euch einfach mal ein paar Alexa-Skills und Funktionen vorzustellen, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht mehr länger rum, sondern legen direkt los. Auf geht's! Bevor wir jetzt aber direkt mit dem ersten Tipp loslegen, möchte ich mal noch gerade ganz kurz einen kleinen Disclaimer raushauen, denn wir werden in diesem Video wahrscheinlich ziemlich oft das Wort Alexa sagen. Also wenn ihr zu Hause ein paar Echo-Geräte habt, würde ich sagen, besser mal muten. Safety first. Aber eure Ohren solltet ihr natürlich nicht muten, denn jetzt legen wir los mit dem ersten Tipp. Und der ist eigentlich recht simpel, aber doch super wichtig. Und ich ärgere mich total, dass ich das super lange bei mir überhaupt nicht eingerichtet hatte. Und zwar der Multiroom-Support. Der ist dann extrem praktisch, wenn ihr viel Musik mit euren Smart-Speakern hören wollt und wenn ihr verschiedene Smart-Speaker in eurer Wohnung verteilt habt. Natürlich kann man im Schlafzimmer zu seinem Echo sagen, hey, ich möchte jetzt das hören. Oder in der Küche zu seinem Echo sagen, ey, ich möchte jetzt das hören. Aber wenn man in der Alexa-App verschiedene Gruppierungen einrichtet, wie zum Beispiel Schlafzimmer und Badezimmer oder Wohnzimmer und Küche, dann kann man halt eben dafür sorgen, dass auch wenn man sich zwischen den Räumen bewegt, man die Musik weiterhin hören kann. Und ja, so kommt man besser mit Musik durch den Alltag. Eine Sache, die ich super gerne benutze, ist die Erinnerungsfunktion von Alexa. Ich weiß, das klingt ziemlich naheliegend, aber es ist super clever, wie sie dieses Feature mit der Alexa-App und eurem Smartphone verknüpft haben. Denn wenn ich sage, Alexa, erinnere mich an meine Wäsche in 5 Sekunden. Was sind das für eine Waschmaschine? Speed-Waschgang. Erinnere dich in 5 Sekunden. Genau, jetzt läuft die Waschmaschine, man kennt's. Ein paar Umdrehungen, Trockner wird noch angeworfen, von alleine. Oh, und jetzt ist sie fertig? Hier ist deine Erinnerung, meine Wäsche. Das, was ihr jetzt gesehen habt, ist einmal, dass Alexa uns per Sprache daran erinnert hat. Das ist ja schön und gut. Aber was ich richtig cool finde, ist, dass wir gleichzeitig auf unser Smartphone hier auch einfach eine Push-Notification bekommen haben, sodass man das Ganze noch weniger vergisst oder noch besser daran erinnert ist. Ja, und wenn man dann auch noch eine Smartwatch trägt, dann kommt ja auch noch die Push-Benachrichtigung an. Das heißt, wenn man dann immer noch nach 5 Sekunden vergessen hat, seine Wäsche rauszuholen, dann ist man echt voll behämmert. Der nächste Skill ist was für die Studenten und Schüler von euch, denn wer kennt es nicht, gerade im stressigen Schulalltag kann man auch mal vergessen, was jetzt heute so alles ansteht. Und wenn man morgens seinen Ranzen packt, dann will man natürlich auch nichts vergessen. Und dafür nutzt man normalerweise einen langweiligen Stundenplan aus Papier. Aber das Ganze geht natürlich auch deutlich smarter mit dem Stundenplan-Skill. Denn den kann man, nachdem man den über die Alexa-App eingerichtet hat, tatsächlich einfach fragen, was man so hat. Ich demonstriere euch das mal gerade ganz kurz. Alexa, Frage Stundenplan, was habe ich morgen? Schauen wir mal, was du so morgen lernst. Felix, du hast am Samstag keine Schule. Gar nichts lernst du. Optimal. Okay, Alexa, Frage Stundenplan, was habe ich am Montag? Felix, du hast am Montag eine Doppelstunde Mathematik, eine Doppelstunde Deutsch, Geschichte, Musik und eine Doppelstunde Sport. Tja, da darf ich definitiv nicht vergessen, meinen Kontrabass mitzunehmen. Aber ja, so funktioniert es prinzipiell und dann könnt ihr nie vergessen, was an welchem Tag so ansteht. Diejenigen unter euch, die unseren Podcast, den Crewcast, verfolgen, kennen sicherlich unseren Insider. Wir sagen zu allem, was irgendwie mit Pflanzen zu tun hat, Botanik. Und dementsprechend fühlen wir uns natürlich auch dazu verpflichtet, hier eine Botanik zu machen. Muss auch immer überall Botanik am Start sein. Genau. Ist ein bisschen Botanik. Wir müssen ja auch darauf aufpassen, dass es hier grün bleibt. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Gerade wenn man mit mehreren Leuten in einem Studio arbeitet, wie wir das tun, müssen wir auch wissen, ob die Blumen schon gegossen wurden oder nicht. Und genau das macht der MyPlant Skill. Denn dem können wir einfach sagen, ich habe jetzt gerade die Blumen gegossen, dann speichert er das ein. Und wenn du jetzt einfach mal abfragen willst, ob ich die Blumen gegossen habe, dann kannst du was fragen? Alexa, öffne MyPlant und frage, wann das letzte Mal die Pflanze gegossen wurde. Okay, hier ist MyPlant. Du hast deine Pflanze vor einem Tag das letzte Mal gegossen. Also ich war das nicht. Schau doch, geht dann raus, in dem Fall an Julia. Und dann weiß ich jetzt, okay,
Botanik braucht Wasser, aber jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Von daher kommt kann die Botanik. Ich erstmal ein bisschen entspannt zurücklehnen und dann in ein paar Tagen kann ich nochmal fragen, dann weiß ich, ob es wieder Zeit ist. Außer ich habe wieder die Blumen gegossen zwischendurch. Genau. Man weiß Blumen, es nicht. Botanik. Die Botanik. Die Botanik. Die kann ich nur. Die Botanik. Als nächstes kommen wir jetzt aber mal nicht zu einem weiteren Skill, sondern zu einer Funktion vom Alexa-Ökosystem selbst, und zwar Sprachnachrichten mit Transkript. Dafür braucht man tatsächlich verschiedene Amazon-Accounts. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf diesem Echo Show 5 Julians Account. Ich bin mit meinem Account hier bei meinem Handy eingeloggt, aber natürlich auch bei meinen eigenen Echo-Geräten. Und ich würde sagen, der Julian schickt uns jetzt einfach mal eine nette Sprachnachricht. Sehr wichtige Botschaft habe ich an dich. Ich sage einfach, Alexa, schicke eine Sprachnachricht an Felix. Wie lautet die Nachricht? Wann kommst du ins Studio? Okay, jetzt müsste sie raus sein. Genau, und ich sehe jetzt hier schon direkt in meiner Alexa-App hier, wann kommst du mal ins Studio? Hier in Textform. Ich kann es mir auch anhören, wenn ich das möchte. So. Das wollen wir jetzt alle mal hören. Wann kommst du ins Studio? Ja. Tja, und da haben wir es tatsächlich. Und wenn ich halt oben auch mein Echo Show gehabt hätte, hätte ich es auch sowohl lesen als auch anhören können oder halt über einen Echo ohne Display einfach anhören. Beim nächsten Skill scheiden sich, glaube ich, die Geister. Einige werden es richtig feiern, dazu zähle auch ich. Und einige werden es wahrscheinlich nicht so cool finden. Und albern, könnte man fast sagen. Albern, ja. Auf jeden Fall geht es dabei um eine digitale Feuerstelle. Das macht natürlich besonders Sinn auf dem Echo Show 2, einem großen Display. Und zwar kann man einfach sagen, Alexa, öffne Feuerstelle. Und dann sehen wir hier direkt ein Interface, denn in diesem Skill gibt es nicht nur Kaminfeuer, sondern es gibt auch alles Mögliche, wenn ihr eine Winterwelt, eine Ozeanlandschaft, Gewitter oder einen Meeresausblick haben wollt. Alles, was man normalerweise so im Wohnzimmer hat, ne? Klar, also ganz normal. Es gibt hier viel Auswahl. Das Beste ist natürlich der Kamin, den man sich hier anzeigen lassen kann. 120 Minuten Laufzeit, danach ist dann aus. Danach ist das Feuer abgebrannt. Holz brennt ab, du, also das muss irgendwann mal ausgehen. Auf jeden Fall läuft das Ganze dann hier auf dem Echo Show. Man kann sich zurücklegen. Es hat sogar Soundeffekte, also es knistert dann. Ich glaube, ich mache mal ganz laut hier. Ja. Yes! Reicht jetzt auch. Ich denke, viele Leute kaufen sich Smart Speaker nicht zuletzt, um auch Musik damit zu hören. Zumindest ging es mir auf jeden Fall so. Und der Echo unterstützt da natürlich eine breite Auswahl an verschiedenen Musikdiensten. Ich selbst habe schon viel Spotify auf denen genutzt. Es gibt aber natürlich auch Amazon Music. Das kann mittlerweile auf Echo-Geräten mit Display sogar die Songtexte anzeigen. Und es gibt eine Karaoke-Funktion und so weiter und so fort. Aber was ich richtig cool fand, ist, dass ich vor ein paar Wochen rausfinden durfte, dass die Echo-Geräte mittlerweile auch Apple Music über einen eigenen Skill unterstützen. Und das ist natürlich großartig für jeden, der Apple Music sowieso auf seinem iPhone nutzt und vielleicht auch keinen Bock hat, richtig viel Geld für einen HomePod auszugeben. Denn Apple Music funktioniert halt auch auf den Echo-Geräten genauso, wie man es erwartet. Man sagt, hey, spiel das und das Lied auf Apple Music und er fängt sofort damit an. Nächstes Lied, vorheriges Lied, funktioniert alles. Spiel meine Playlist. Ist echt alles mit dabei. Von daher, für diejenigen von euch, die Apple Music nutzen, probiert es mal aus, auch mit eurer Alexa zu verwenden. Eine Sache, die wir alle schon von Alexa kennen, ist, dass man zwischen verschiedenen Echo-Geräten telefonieren kann. Was jetzt allerdings neu ist, ist die Funktion, auch außerhalb davon zu telefonieren. Das geht beispielsweise über das Festnetz mit dem Echo Connect. Das ist eine Buchse, die ihr an euren Festnetzanschluss klemmen könnt und dann ganz einfach auch die Omi erreichen könnt, die vielleicht kein Echo hat. Ebenfalls neu ist die Skype-Integration. Diese ermöglicht uns zwei Sachen. Wir können einmal generell irgendeine Nummer anrufen, sei es eine Mobilfunknummer, eine Festnetznummer, scheißegal. Was auch geht, ist damit im Ausland anzurufen, eben alles über Skype-Guthaben. Und ich kann jetzt auch einfach dich anrufen. Ich kann sagen, Alexa, rufe Felix über Skype an. Ich habe schon mein Handy, wo Skype drauf ist. Schauen wir mal, was passiert. Tatsächlich, Julian Völske möchte ein Skype-Video starten. Ich nehme es jetzt einfach mal an. So, und ja. Moin. Moin, Boss. Genau, ihr seht, es funktioniert, wenn ihr einen Echo Show habt, auch direkt mit der Kamera oder bei einem Echo Spot würde es auch funktionieren. Und das ist gar nicht mal schlecht. Ja, und wenn man halt ein Echo ohne Display hat, dann funktioniert es mit Audio.
Deutschland ist eine Nation voller Fußballliebhaber und natürlich hat der Echo auch eine Menge Funktionen drauf, die einem dabei helfen, nicht nur die Bundesliga, sondern auch viele andere große Fußballturniere zu verfolgen, wie zum Beispiel die Champions League. Das Coole dabei ist, dass man zum Beispiel auch Bundesligaspiele, während sie passieren, live mithören kann, um halt nichts zu verpassen. Und auch wenn gerade kein Spiel läuft, kann man sich auf dem Laufenden halten. Zum Beispiel kann ich meinen Echo einfach fragen, Alexa, wie lief das letzte Bayern-München-Spiel? Am Samstag hat Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu Hause 1:2 verloren. Oh. Bayern München spielt das nicht so. 2019 um 15.30 Uhr auswärts gegen den FC Augsburg. Und wenn man möchte, kann man sich zum Beispiel auch eine von Amazon selbst erstellte Zusammenfassung der aktuellen Geschehnisse anhören. Und zwar sagt man dann einfach, Alexa, spiele die Lage der Liga. Die aktuellste Episode der Lage der Liga startet jetzt. Die Lage der Liga, das Spieltagsupdate. Borussia Dortmund holt wieder nur einen Punkt. Alexa, stopp. Und so kann man sich halt alles geben. Klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und so kann man sich halt eben auf dem Laufenden in Sachen Fußball halten. Das war's jetzt aber mit der ersten Hälfte von unseren Alexa-Tipps. Ein riesengroßes Dankeschön geht erstmal noch raus an Amazon für die entspannte Zusammenarbeit und die Unterstützung und natürlich auch an Julian fürs Dabeisein. Gar kein Problem. Und wenn ihr noch mehr Alexa-Skills sehen wollt, dann checkt auch mal Julians Kanal ab. Das entsprechende Video habe ich euch mal hier oben in den Infokarten und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder oder beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.